Wir sind im Schalker Trainingslager. Bei mir ist Schalkes Co-Trainer Sven Hübscher. Herr Hübscher, wie viele Hütchen, Leibchen und Pappkameraden haben Sie in den letzten Monaten eigentlich überall aufgestellt auf diversen Trainingsplätzen? Das sah so unfassbar viel aus. Ja, die kann ich auch nicht mehr zählen. Also gerade Leibchen auch und die Hütchen, das ist schon mehr geworden. Aber wenn es der Sache dient, mache ich das Ganze gerne. Das ist ein umfangreiches Training, was der neue Trainer mit nach Schalke gebracht hat. Für Sie auch sicherlich eine Umstellung. Ja, jeder Cheftrainer hat seine eigene Art und Weise, auf die man sich als Co-Trainer einfach einstellen muss, auch was die Trainingsorganisation angeht. Und da lernt man dann gerne dazu. Roberto Di Matteo ist für uns alle noch ein großes Geheimnis. Was steckt hinter ihm? Sven Hübscher verrät es uns. Was ist das für ein Typ? Ja, er ist total umgänglich. Wir kommen sehr gut miteinander aus. Ich glaube, dass unser Verhältnis auch von großem Vertrauen geprägt ist vom ersten Tag an, über das ich natürlich auch sehr dankbar war aufgrund der Situation. Und ansonsten ist er sehr strukturiert, sehr organisiert, ist bestens vorbereitet auf das Training, auf den Gegner. Also es läuft richtig gut. Sie müssen uns eins verraten. Was steht in dieser mysteriösen blauen Mappe drin? Also in der blauen Mappe sind die Trainingsformen einerseits drin, die wir machen, damit wir halt auch jederzeit einmal das Training vorbereiten können und dann auch im Training wissen, was los ist. Und dann sind da auch die Mannschaften drin. Wenn wir natürlich so ein Training haben wie heute, dann haben wir einmal Vierermannschaften, dann haben wir auf einmal Zehnermannschaften, Neunermannschaften, Achtermannschaften. Das muss man sich dann auch schon mal notieren als Trainer, damit man da durch das Training durchkommt. Was ist möglich mit dieser Mannschaft? Es ist nicht die optimale Vorbereitung, weil doch einige auch zu Hause geblieben sind. Welches Ziel peilen Sie und Ihr Trainer an? Ja, klar ist, dass wir so gut wie möglich spielen wollen. Wir wollen natürlich möglichst in die Champions League, aber es sind viele Mannschaften, die sich um diese Plätze streiten. Und bei uns ist es natürlich eine Wundertüte. Wir müssen immer darauf warten, wer gerade fit ist, und müssen aus den Spielern dann eine Mannschaft basteln. Aber ich denke, das ist uns bisher ganz gut gelungen und so werden wir auch weitermachen. Dankeschön, Sven Hübscher im Trainingslager von Schalke 04, der Co-Trainer von Schalke. Für Sie vor Ort, der große Schlammann für Sky Sport News HD.